Daniel Böttcher ist Cottbusser des Jahres. Er hat gestern Abend im Stadthaus die gläserne Pyramide verliehen bekommen. Der 25-jährige Orthopädie-Mechaniker hat im letzten Jahr bei einer internationalen Wiederaufbauorganisation mitgeholfen. Seinen Jahresurlaub hat er auf Haiti verbracht, um dort Prothesen für Kranke und Verletzte herzustellen. Auf Haiti hat es 2010 ein schweres Erdbeben gegeben. Es sah vor Ort unglaublich zerstört aus, muss man mal so sagen. Also es ist überall Ruinen, Bauruinen, Leute auf der Straße und wahnsinnig viel Armut. Das ist schwer zu beschreiben. Und ich musste in der Hauptstadt, in Port-au-Prince und in der Chapelle, in einem Albert-Schweitzer-Hospital Prothesen bauen, Technikern und Orthopäden vor Ort unter die Arme greifen, ein bisschen mit dem Know-how noch helfen, die auf neue Ideen bringen bei der ganzen Arbeit, die wir vor Ort schon machen, und die war verhältnismäßig super. Daniel Böttcher hat die meisten Stimmen von den Hörern von Radio Cottbus und den Lesern vom Wochenkurier bekommen. 8 weitere Kandidaten waren nominiert. Sängerin Linda Helterhoff, Lichtkünstler Jörn Harnitsch, Kampfsporttrainerin Christina Herold, René Markgraf für den Vorschlag einer Smart City, die Architekten Thomas Strauß und Markus Hillegard, der Jazzdance Club Cottbus, die Direktorin vom ehemaligen Dieselkraftwerk Ulrike Krämeyer und Notfallseelsorger Bernd Lattig. Das Preisgeld spendet Daniel Böttcher an den Brandenburger Präventions- und Rehabilitationssportverein. Einfach aus der Intention heraus, dass der Verein gehandicapte Mitbürger hier in Cottbus unterstützt, in deren sportlichen Aktivität, in deren Leistung, und denen neue Perspektiven zeigt und neue Erfolge spenden kann im Leben, wo die Leute vielleicht teilweise Erfolge in ihrem Leben suchen und die kaum noch sehen. Und das finde ich eigentlich einen wunderbaren Anreiz, den Menschen mit dem Sport dabei unter die Arme zu greifen. Und da wollte ich gerne noch wenigstens ein bisschen Unterstützung geben. Und warum dann nicht mit 1000 Euro? Den Ehrenpreis hat Helmut Rippel bekommen. Der 92-Jährige hat Pücklers Erbe der Garten- und Landschaftskunst über die Stadtgrenzen hinausgetragen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich dachte, unter diesen 10 oder 11 Ausgewählten zu sein, ja. Und dass ich in eine ganz andere Richtung geehrt wurde, das ist natürlich toll, ja. Freuen konnten sich auch einige Gäste. Beim Publikumspreis wurden Reisen, Wellnessgutscheine und Karten für Mario Barth verschenkt. Ein preisgekrönter Abend, vor allem für den neuen Cottbusser des Jahres, Daniel Böttcher.